Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4, heute mit dem Druidenbild, ihr habt es euch gewünscht. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich es aufbaue. Ich will jetzt nicht in jedem haarkleinen Detail gehen, welchen Paragon-Punkt ich vergeben habe und welchen Aspekt ich auf welcher Waffe habe. Deswegen versuche ich euch erstmal den Druidenbild zu erklären, wie der funktioniert und dann worauf es ankommt. Und dann gehen wir in die Analyse, welche Gegenstände, welche Fähigkeiten und welche Paragon-Punkte ich habe. Und vor allen Dingen wie ihr das Paragon-Board im Low-Level-Bereich bauen müsst. Denn es gibt eine Glyphe, das nehme ich schon mal vorweg, die in meinem Bild ganz am Ende erst vorkommt. Und das ist die Ausbeuten-Glyphe. Und die macht, dass die Gegner, wenn er sie angreift, verwundet sind, 3 Sekunden lang. Und im Low-Level-Bereich, das heißt hier dieses letzte Paragon-Board, würde ich euch vorschlagen, nehmt Ausbeuten, packt das hier ganz unten rein. Das macht den Bild zwar am Ende hin schwächer, aber am Ende könnt ihr dann nochmal einfach austauschen. Ihr macht Ausbeuten hier unten hin, weil dieses verwundbare Gegner, das habe ich selber auch gemacht, ist extrem wichtig. Das heißt, sobald ihr dann später ab Level 80 ungefähr könntet ihr hier sein. Wir gehen den straighten Weg, das werde ich euch gleich noch zeigen. Könnt ihr dann hier Ausbeuten hinmachen und hier unten dann Geist. So viel erstmal zu dem Wichtigsten, deswegen gehen wir jetzt erstmal hier in Combat und damit ihr seht, wie der überhaupt funktioniert. Ihr habt gesehen, beim ersten Attacke, ich zeige das gleich mal mit einer normalen Attacke, wenn ich den jetzt hier angreife, seht ihr diesen blauen Rand um ihn herum. Wenn ich die Gegner einmal angreife, dann haben die so einen blauen Rand, seht ihr das? Und das bedeutet, dass sie verwundbar sind und das macht diese Glyphe ausbeuten. Das heißt, es ist immer ganz wichtig, den einmal anzugreifen und dann sind die verwundbar und da macht ihr nochmal extremst mehr viel mehr Schaden. Unabhängig von euren Crits, irgendeiner Macht und allem drum und dran. Also wenn ich ihn jetzt hier einmal angreife, dann ist er verwundbar. Und da macht ihr da richtig krass Schaden drauf. Und so könnt ihr eigentlich alles immer one-hitten. Also ich mache... Es ist nicht so ganz konstant mit dem Schaden. Ihr macht immer irgendwas zwischen 100.000 und 3 Millionen. Ist eine relativ große Spanne, die man da hat. Da kommt es auch mal drauf an, ob es ein überwältigender Angriff ist oder nicht. Das kommt auch nochmal alles mit dazu. Und was ich oft gefragt wurde, ist, wie ich schaffe, dass meine Ressourcen da unten immer voll sind und ich durchgehend pulverisieren drücken kann. Das werde ich euch gleich auch noch erzählen, weil da gibt es einen ganz bestimmten Aspekt, den wir brauchen. Und auch im Paragon-Board gibt es 3 Punkte, die da wichtig sind. Oh, da habt ihr gerade gesehen, waren 3 Millionen. Also, ja, im Prinzip lauft ihr dann später nur noch rum und drückt die ganze Zeit pulverisieren. Und werdet damit alles, bis auf Bosse, one-hitten. Also, und wenn ihr es nicht one-hittet, dann sind die Gegner verwundet. Und dann ist es mindestens ein Two-Hit. Das gilt für alle Elite-Gegner, das gilt für alle normalen Gegner. Das ist immer so. Ausnahme Bosse. Also die richtigen Bosse. Die könnt ihr leider nicht one-hitten, weil die immer hohe Defensivwerte gegen Verwundbarkeit und Kontrollverlusteffekt und sowas haben. Deswegen zünden dort leider nicht die ganzen Effekte, die wir auf dem Druiden drauf haben. Das macht aber fürs Leveln gar nichts, weil wie ihr seht, alle normalen Mobs könnt ihr alle easy one-hitten, egal ob Elite oder nicht. Da waren wir ja 3 Millionen. Also 3 Millionen, 4 Millionen ist so das Maximum, was ihr hier raushauen könnt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse mit den Fähigkeiten und dem Paragon-Board und natürlich mit den Gegenständen. Also, wenn wir uns mal die Waffe anschauen, müsst ihr auf jeden Fall einen Zweihandstab nehmen. Und der muss natürlich vermacht sein, alles bis 820 Gegenstandsmacht, also umso näher ihr an 820 Gegenstandsmacht seid, umso besser. Wir nehmen den Zweihandstab, weil er diesen Effekt hat, Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverluste leiden. Und mit einem Aspekt, den wir auf den Schuhen haben, das zeige ich euch gleich, macht ihr die Gegner immer unter Kontrollverlusteffekte, deswegen habt ihr immer einen 50% Boost, das ist sehr cool. Dann kann man allgemein sagen, Crit-Schaden mit Erdfertigkeiten, Schaden gegen verwundbare Gegner und Schaden gegen verlangsamte Gegner oder unter Kontrollverlust leidende Gegner ist immer gut. Habe ich alles hier drauf. Der Stab ist sehr, sehr gut. Dann natürlich die Fähigkeit Pulverisieren, erzeugt eine Schockwelle.
die sich nach vorne ausbreitet und ja, bis 200%. Ich habe auch schon mal gesehen, dass über 200% geht. Wie das geht, keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen, nie gefunden. Ich habe jetzt hier 192%, das ist eigentlich schon ein relativer guter Roll. Und da drauf natürlich die grünen Juwelen. Was sind das? Smaragde, genau. Dann die Schuhe. Kostenreduktion für Geisteskraft ist wichtig. Das ist das Wichtigste auf den Schuhen. Und den Rest könnt ihr euch eigentlich aussuchen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier noch Bewegungsgeschwindigkeit drauf, damit ich schnell bin. Geschicklichkeit, weil das gibt Crit-Chance. Und Ausweichchance ist auch immer gut, aber die Schuhe sind bei weitem nicht perfekt. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Ich werde euch unten in den Kommentaren, in der Videobeschreibung mal einen Link reinpacken. Da könnt ihr sehen, welche Aspekte alle auf welchen Waffen sein können. Das ist immer extrem gut zu wissen, weil man weiß ja gar nicht, oder Spiele sagt einem gar nicht, was könnte denn auf dem Schuh überhaupt drauf sein. Und da könnt ihr genau gucken, für welche Klasse und allgemein was auf welchem Gegenstand drauf sein kann. Und dann wichtig eingeprägt, Schaden durch Erdfertigkeiten verlangsamt getroffene Gegner. Und verlangsamte Gegner bedeutet Kontrollverlust. Und Kontrollverlust, habe ich ja eben gesagt, haben wir hier nochmal 50% drauf gegen verlangsamte Gegner. Dann habe ich auf der Hose die Verwegenheit drauf. Das ist ein legendärer Unique-Item. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Holt euch Verwegenheit, den braucht ihr. Extrem wichtig wegen dem Effekt, der unten drauf ist. Es geht auch mit einem Aspekt, der euch eine Barriere gibt, aber Verwegenheit ist auf jeden Fall besser, weil die Barriere höher ist. Auf den Stulpen, also auf den Handschuhen, ist ganz wichtig die Ränge für Pulverisieren und die Crit-Chance und der Crit-Schaden. Ich habe jetzt hier noch zusätzlich Angriffsgeschwindigkeit, da könntet ihr aber auch noch was anderes haben wie normaler Crit-Schaden zum Beispiel. Und dann ganz wichtig eingeprägt, Pulverisieren ist jetzt auch eine Erdfertigkeit, weil wir hatten ja hier auf den Schuhen Erdfertigkeiten verlangsamen getroffene Gegner und das bedeutet, Pulverisieren kann jetzt Gegner auch verlangsamen. Auf der Brust habe ich unersättliche Wut, gibt zwei Ränge für alle und auf dem Kopf habe ich Vasilis Gebet, sind beides Unique-Items. Vasilis Gebet macht Erdfertigkeiten zu Werbefertigkeiten und gibt nochmal Stählung. Also richtig, richtig wichtig. Mein Amulett ist relativ schlecht. Ich habe passive Fertigkeiten für Reichweite in der Natur. Das ist gut, aber es gibt auch noch drei Ränge für Erdfertigkeiten. Ich gucke mal ganz kurz genau, wie das heißt. Zerschmetternde Erde ist es. Da könnte man nochmal drei Ränge zubekommen. Sind anstatt 15% 30%. Das wäre noch besser. Aber Reichweite der Natur ist auch vollkommen okay. Ablenkzeitreduktion ist auch sehr wichtig. Habe ich jetzt hier einen relativ schlechten Roll. Schaden für Fertigkeiten des Typs Ultimativ ist schlecht. Da sollte auf jeden Fall was anderes drauf. Und dann nochmal Kostenreduktion habe ich einen High Roll. Der ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und dann eingeprägt, Kernfertigkeiten verursachen mehr Schaden basierend auf eurer Stellung. Da habe ich einen Min-Roll, weil das ein Kodex der Macht ist. Gibt es aber auch nochmal so zu finden. Dann könnt ihr auf jeden Fall einen besseren Roll haben. Ringe ist wichtig. Max Life, weil mit Max Life macht ihr mehr Schaden. Crit-Chance, Ressourcenerzeugung und dann entweder Crit-Schaden oder Schaden gegen verwundbare Ziele. Ich habe jetzt hier kein Max Life drauf, weil ich Crit-Chance ein bisschen wichtiger finde. Erkläre ich euch gleich auch wieso. Und das gleiche hier halt nochmal. Und hier habe ich dann halt Max Life drauf. Und dafür keine Ressourcenerzeugung. Könnt ihr aber auch eher Ressourcenerzeugung drauf machen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wichtig ist Crit-Chance, Crit-Schaden, Schaden gegen Verwundbare, Max-Life. Das sind so diese wichtigsten Dinge. Die Schädel drauf. Und hier haben wir den wichtigsten Aspekt unten. Stellt vier Primärressourcen wieder her, wenn ihr Gegner mit Kontrollverlusten belegt. Und da ich durch diesen Effekt hier Gegner immer mit Kontrollverlusteffekten belege, kriegen wir pro getroffenen Gegner immer vier Ressourcen zurück. Und das ist schon das ganze Geheimnis, wieso ich immer full Ressourcen bin. Das in Verbindung mit dem und Pulverisieren macht, dass ich immer volle Ressourcen habe. Geistersägen können wir auch schnell machen. Argwohn auf dem Hirsch. Zorn der Vögel auf dem Adler. Verhängnis auf dem Wolf. Und Ruhe vor dem Sturm plus Obsidianhieb auf dem anderen Hirsch bei den Geistersägen. Fähigkeiten werde ich euch hier ein Bild einblenden, weil das würde jetzt zu weit gehen, euch das hier alles zu so zeigen. Deswegen hier ein Bild, was ihr da alles leveln müsst. Nur eine Erklärung zu den Glückstreffern. Ich hatte da schon mal ein Video zu gemacht, werde ich hier euch hier oben verlinken.
damit ihr Glückstreffer versteht und wisst, wie der Build hier funktioniert, weil der basiert extremst auf Glückstreffer. Und zwar hat, ich mache einen ganz kleinen Recap, Pulverisieren 25% Glückstrefferchance und das in Verbindung mit Irrdeine Macht. Wenn ihr einen Glückstreffer habt, habt ihr eine 5% Chance, dass gesamte Geisteskraft wiederhergestellt wird und dass ihr 5 Sekunden lang immer Crit-Treffer habt. Und das wird nochmal erhöht, diese Chance um 10% für kritische Treffer. Und da ich sehr extrem hohe kritische Trefferchance habe, habe ich hier immer um die 15%. Und so kriege ich halt immer die Geisteskraft voll und mache auch immer Crit-Treffer. Extrem wichtig, irgendeine Macht plus Pulverisieren mit Glückstrefferchance. Es gibt auch Builds, die anstatt Crit-Chance auf den Ring, wie ich hier, 7,5%, auf Glückstrefferchance gehen. Finde ich aber nutzlos, weil die Glückstrefferchance, wenn ihr mein Video gesehen habt, wisst ihr das, nur den Effekt erhöht vom Pulverisieren. Das heißt, anstatt 25% landen wir dann irgendwo bei 30%. Finde ich nicht so worth, muss ich sagen. Und dann haben wir das Paragon-Port, das habe ich ja eben schon mal kurz angerissen. Wichtig ist, dass ihr Ausbeuten hier unten habt. Natürlich sollten alle eure Glyphen auf Level 15 sein. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Glyphen am schnellsten levelt, habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Da gibt es das ein oder andere Siegel, wo ihr Glyphen extrem schnell leveln könnt. Ausbeuten hier unten hin und alles andere werde ich euch ein Bild markieren. Wir gehen hier noch ganz kurz die Glyphen durch, damit ihr wisst, welche ihr leveln müsst. Übertreffen kommt hier hin, Level 15, sehr wichtig. Werbär kommt hier hin, Level 15 natürlich wieder. Hier kommt Unerschrocken hin und hier kommt ist Ausbeuten bzw. Geist. Wie gesagt, das solltet ihr auf jeden Fall austauschen. Ich würde Ausbeuten auf jeden Fall hier unten hin machen, weil ihr braucht unbedingt die Verwundbarkeit gegen Gegner. Dann kann ich dir mal ganz kurz hier meine Werte zeigen. Ich habe Crit-Chance von 40%. Da solltet ihr auch ungefähr landen. Alles über 40% ist gut. Crit-Schaden ist gar nicht so hoch, da könnte auf jeden Fall höher sein. Überwältigungsschaden ist viel zu hoch, weil Überwältigen macht ihr echt nicht so oft. Weil Überwältigungschance ist nur 3%. Mein Überwältigungsschaden ist viel zu hoch. Ich muss mal gerade gucken, wo kommt der eigentlich her? Ja, auf unersättliche Wut haben wir Überwältigungsschaden. Und ich glaube im Paragon-Board. Ah, wo ich gerade sage Paragon-Board. Es gibt im Paragon-Board, hatte ich ja gesagt, zwei kleine Paragon-Punkte, die auch noch Geisteskraft geben. Und das sind die hier. Relativ am Ende. Ihr müsst 1, 2, 3 Paragon Boards, aber da würde ich auf jeden Fall sofort hingehen, weil hier gibt es ein Geisteskraft, zwei Geisteskraft, vier Geisteskraft pro getöteten Gegner. Und ich sehe gerade, mir fehlen 5 Intelligenz, damit ich hier die Voraussetzungen erfülle. Kriegen wir das gerade hin? Das ist wichtig. Ich habe jetzt gerade bestimmt 15 Minuten mein Paragon-Board überprüft, aber da ist alles richtig. Das Problem ist, ich habe nicht alle Lilith-Altäre. Also, das können wir direkt mal auch mit reinnehmen in dem Bild. Ihr braucht auf jeden Fall alle Altäre von Lilith. Die müsstet ihr auf jeden Fall mal haben. Die habe ich nämlich nicht. Das ist mir gerade nach 15 Minuten wie die Schuppen von den Augen gefallen. Ich muss die Lilith-Altäre sammeln, damit ich diesen Effekt habe. Ich hoffe, ich habe soweit alles erklärt. Falls noch Fragen offen sind, auf jeden Fall unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Aspekte hier alle bekommt, würde ich euch auf jeden Fall auch den Link unten mit reinpacken, damit ihr wisst, wo ihr die ganzen Aspekte herbekommt. Dann ist auch noch ganz wichtig, dass ihr mein Obolusse-Video abcheckt, damit ihr wisst, wie ihr am einfachsten an die Aspekte kommt. Denn es gibt einen Trick, diesen Aspekt hier zum Beispiel einfach zu bekommen. Klar, man könnte jetzt auch einfach die Gegner farmen, die Stäbe bzw. Waffen fallen lassen. Aber es macht mehr Sinn, die Waffen mit Obolusse zu sammeln. Deswegen auf jeden Fall mein Obolusse-Video. Ich verlinke euch das mal hier links. Noch abchecken. Ich würde mich selber ein Follow freuen. Demnächst startet die Season. Es kommt noch mein Platin-Video. Da bin ich auch gespannt auf eure Meinung. Und mich würde extrem ein Like auf das Video freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.